Ehlers Rhetorik-Podcast. Wer was zu sagen hat, der sollte reden können. Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind im Kapitel Sicherheit ausstrahlen. Und hier ist die Folge 4. Lautstärke und Modulation. Inzwischen haben wir gelernt, wie wichtig es ist, den Blickkontakt zu halten, wie wichtig der Standort der präsentierenden Person ist und welche Auswirkungen die Mimik, insbesondere das Lächeln, auf den Vortrag und die Kommunikation hat. In diesem Kapitel kommen wir auf die Lautstärke und Modulation der Stimme zu sprechen. Und wir fragen uns wieder, was erkennen wir bei Redenden, die nicht sicher auf uns wirken? Oft haben wir es dann mit Präsentierenden zu tun, die leise sind und schlecht artikulieren, nicht wirklich klar und deutlich. Wir haben es mit Redenden zu tun, die sich der Situation der Rede vielleicht unbewusst sind, die keine Erfahrung in diesem Bereich haben und aus diesem unsicheren Gefühl heraus nicht genug Atemluft auf ihre Stimmbänder geben. Sie sind zu leise. Jemand, der tatsächlich unsicher ist über das, was er da sagt, spricht leise. Jemand, der sich aber bewusst ist, dass er gar nicht genug Fachwissen über das Thema hat, worüber er spricht, und es trotzdem mit einer starken, gut vernehmlichen Stimme präsentiert, der wirkt sicher und dem glauben wir eher. Also gerade, wenn Sie Ihr Fachwissen präsentieren wollen oder müssen, achten Sie darauf, dass Ihre Stimme kräftig genug ist. Und das können Sie üben und trainieren. Einem Menschen, der mit einer klaren, festen Stimme auftritt, dem nehmen wir ab, dass er oder sie hinter dem steht, was gesagt wird und absolut sicher wirkt. Manche, die mit dieser Technik anfangen, so erlebe ich es in Trainings und Seminaren, übertreiben dann am Anfang zu sehr. Dann wird klar und deutlich und laut gesprochen und dazu noch überartikuliert, insbesondere in deutschsprachigen Kulturkreisen, nicht die beste Variante. Finden Sie eine angenehme Stimmlage und finden Sie dann die richtige Lautstärke, die zu Ihrer Präsentation passt. Eine gute Methode dabei ist, sich ganz entspannt hinzusetzen und einen Ton zu summen, der ganz wie von selbst herauskommt. Fühlen Sie in sich hinein und achten Sie darauf, ob Sie diesen Ton ohne Anstrengung auch über eine längere Zeit halten können. Haben Sie diesen Ton gefunden, dann nutzen Sie ihn als Basis, auf die Sie jederzeit wieder zurückkommen können, auch wenn Sie beim Sprechen mal in die Höhe oder Tiefe modulieren. Sollten Sie generell mit Ihrer Stimme unzufrieden sein, dass sie Ihnen beispielsweise zu hoch erscheint, wie etwa bei schrillen TV-Ständchen, die im Stimmenalarmbereich nach Aufmerksamkeit lechzen? Oder Sie haben andere Probleme? Dann empfiehlt sich ein Experte oder eine Expertin aus dem Fachbereich Stimme. Diese Stimmtrainerinnen können in kurzer Zeit sehr viel bei Ihnen bewegen. Hören Sie gern Hörbücher? Sind Ihnen da auch schon bestimmte Sprecherinnen und Sprecher aufgefallen? Ich kaufe zum Beispiel jedes Hörbuch, das von Christoph Maria Herbst, der spielt den Stromberg, gelesen wird. Selbst das BGB hat er vorgelesen und ich hatte Spaß. Seine Betonung, das nimmt mich mit. Nur, das hat er auch nicht einfach so in die Wiege gelegt bekommen, sondern diese Art, professionell zu sprechen, hat er sicher gelernt. Auf dieses Niveau müssen Sie gar nicht kommen. Aber Profis können Ihnen helfen, dass Sie Ihre Stimme als angenehm empfinden und die richtige Lautstärke treffen. Aber nicht nur die Lautstärke bestimmt, ob Sie sicher auf Ihr Publikum wirken. Zusätzlich spielt auch die Modulation eine große Rolle. Für die, die zum Beispiel studiert haben, möchte ich empfehlen, zumindest gedanklich mal in die Zeit des Studiums zurückzuspringen. Vielleicht hatten Sie auch den einen oder den anderen Professor, der in seinem Vortrag immer wieder, und das hier, obwohl er eigentlich eine fachlich hervorragende Persönlichkeit war, der sich zu seinen Vorträgen so gut wie kein anderer vorbereitet hat, und wenn der dann angefangen hat, seine Vorträge zu halten, ist Ihnen nach kurzer Zeit bereits aufgefallen, dass dieser Professor immer wieder in den gleichen Modulationsablauf zurückfällt.
Und so gibt er seine Ergüsse und sein Wissen an seine Studenten und Studentinnen weiter. Und obwohl das Thema so unglaublich gut vorbereitet ist, wird es ihm nicht gelingen, sie zu fesseln, sondern sie werden nach 5 Minuten einschlafen. Das liegt an der falschen Modulation. Machen Sie es bitte anders. Spielen Sie mit den Höhen und Tiefen in Ihrem Vortrag. Machen Sie Pausen zwischendrin. Das macht Eindruck. Jemand, der in der Lage ist, die Highlights in seinem Vortrag auch stimmlich hervorzuheben, dem hört man gerne zu. Der Vortrag ist lebendiger. Und einer, der es schafft, einen lebendigen Vortrag zu halten, der wirkt auch automatisch sicher auf sein Publikum. Und genau das ist es ja, was wir hier erreichen wollen. Ich hoffe, auch diese kurze Folge hat Ihnen gefallen. Wie immer senden Sie Kritik, Anregungen und gerne auch Lob an mich direkt über die Website www.rhetorik.me. Wenn es Ihnen gefallen hat, freue ich mich, wenn Sie meinen Podcast in den sozialen Netzwerken teilen. Gemeinsam kann es dir und mir vielleicht gelingen, dass wir in Zukunft einfach noch bessere und unterhaltende Vorträge und Präsentationen erleben. Herzlichen Dank, Ihr Michael Ehlers. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me.